Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute mal ganz was Leckes. Ich sammle ja jede Menge Zeug. Heute ist übrigens Samstag. Ich weiß ja nicht, ob heute noch ein Video kommt. Bedingt durch Corona und viel Arbeit komme ich in letzter Zeit kaum noch zum Drehen. Ich sammle ja so jecke Sachen wie Kugelschreiber, Münzen sammle ich. Ich sammle auch Messer, die nicht unbedingt so als solches, Entschuldigung fürs Gewackel, als solche zu erkennen sind. Nur hier sowas. Edmoni, der Turtle Folder, ich finde das Ding so jeck. Da kannst du glatt jemandem als Zippo verschenken. Ja? Stellt sich dann auf den Schreibtisch, hat seinen Messer in Griffweite. Jo, Robbel die Katz. Habe ein kleines Foto für Instagram gemacht. Mit ein paar schönen Messerchen. Ich komme gleich noch dazu. Ich hätte mal den hier auf Amazon entdeckt. Da dachte ich, so, das Ding ist so jeck, da muss ich haben. Das Ding muss ich haben. Inch, Zentimeter. Hierfür. Touchscreen. Und Kugelschreiber halt, ne? Da muss man dann drehen. Da kriegt der Kuli raus. Ja, hast du dann eine Kuli. Jeck, wie das Ding ist. Falls ich das noch finde auf Amazon, ich weiß es nicht, schicke ich euch einen Link. Oder ich packe den hier unten in die Videobeschreibung. Da unten, zack. Das ganze Gewackel, nochmal Entschuldigung. Dann habe ich jeden hier entdeckt und ich denke, mich los darf. Erstens, tatsächlich ein Kuli. Ne? Tatsächlich. Ja. Ne? Zack. Auch ein Kuli. Zack. Na gut, der Mike. Mike, warte, ich hab nichts zu essen. Nur weil hier Krusch war, gibt es nichts Leckeres. Ja, hungriger Wolf. Ey, 31. November, Oktober. Wahnsinnswetter, oder? Da ruft der Edmaroni an. So, in der Tat war das der Edmaroni. Der riecht dann, wenn ich Videos drehe. Weil heute Abend, also das Video erscheint morgen am Donnerstag, am Sonntag, dem 1. November dieses Jahr. Ich drehe gleich noch, der schickt mir gleich noch die Preise für die Deals. Und es gibt Deals, die sind der Wahnsinn. Eins und zwei, ich habe gerade eben noch drüber gesprochen. 15 Euro. Oh, 15. So, warte mal. Aber ich drehe erstmal das Video hin zu Ende und dann schauen wir mal, ob keiner schaut. Ich sammle also so Unikate. Was heißt Unikate? Jecke Dinger. Ja? Millimetermaß. Also hier Schieblehre. Ist das nicht cool? Ich sag mal. Ja? Könnt ihr es sehen? Ich finde das total jeck. Ja, das Ding liegt dann auch gut in der Hand, dadurch, dass er zu flach ist. Auf der Seite liegt er echt schön ein. Schreibst du, bist du fertig. Cool. Sag mal, das war mal nice. Ja, das wollte ich euch unbedingt mal gezeigt haben. Ja, der hier ist natürlich auch cool. Wenn ich von den beiden, ich meine auf Amazon, hätte ich die ersteigert, wollte ich schon sagen. Himmel. Holst du die halt mehr? Eins für dich, eins für deine Freunde. Ich sag mal, für einen Handwerksmeister ist das doch mal ein jeckes Geschenk. Muss doch kein Handwerksmeister sein. Ja? 3 mm. Stimmt. Ja. Und wenn ihr schon hier seid, so, das also mal ganz kurz gezeigt. Jeckes Ding, oder? Kuli mit Schieblehre. Also wenn das nicht verrückt ist. Kuli mit Zentimetermaß. Natürlich kannst du auch hier im Zentimeter messen. Klar, Logo. Ja, aber mit Zentimeter Inch haben wir hier nicht. Inwiefern sich das lang hält, weiß ich nicht. Das ist aufgeprägt. Oh, dann einfach mal mit ein bisschen Fingernagellack weiß, durchsichtigen. Oh, Achtung. Mikey. Na? Roter Sand. Ach, der fühlt sich wohl. Ist das nicht cool? Haben wir ein Wetterchen? Wahnsinn! Ja? So, zurück zum Gadget-Glück. Also dazu packe ich euch, falls ich den Link finde, in die Beschreibung. Die Jecke Kugelschreiber. Ich mag, wenn jemand sowas hat, sowas. Hier damit.
immer her schicken. Sowas erfreut mich genauso wie ein Messer oder zwei Messer oder drei Messer. Vor allen Dingen zum Beispiel erfreut mich, wenn ich zum Beispiel den Ed Mahoney Landslide nach 8 Monaten Verlustigkeit wiederfinde. Das Ding lag bei mir an der Hütte im Dreck, komplett eingedreckt. Ich war gerade eben oben an der Hütte, komplett eingedreckt und nicht mehr zu erkennen. Ich habe es mal ganz kurz unter Wasser gehalten. Es hat jetzt nach 8 Monaten, 8 Monate oder waren es 6, ein bisschen Flughorst angesetzt. Und ich habe das natürlich auch in Blau. Ja? Ihr solltet mal meinen Instagram-Kanal abonnieren. Da gibt es öfters mal so. Ich habe ein schönes Foto von gepostet von einer kleinen Kollektion an Taschenmessern. Ich mache über das Landslide noch ein extra Video. Und dann kommt auch ein Vergleichsvideo gegen das Manly Comrade. Ja? Wahrscheinlich der erste, der es gemacht hat dann. Ja? Aber jetzt, komm, wenn wir schon dabei sind, holen wir noch mal ein paar Köstlichkeiten heraus. Ja? Weil ich ja, bevor die Leute dann hinterher sagen, ist der Messerkanal oder jetzt für Kulis. Writing, Turning, Flipping. Nö, aber hier Spearmint. So, was haben wir dann da? Ed Mahoney. Ed Mahoney. Ed Mahoney. Nochmal ein Ed Mahoney. Einer meiner Lieblinge von Ed Mahoney. Ja. Davon habe ich 2. Noch ein Ed Mahoney. Mein Gott. Lauter Ed Mahoneys. Ja. Wie kommt das, dass ich so viele Ed Mahoneys habe? Logisch. Das sind alles meine. Die muss ich aber auch haben, um meine oder unsere Messer zu kennen. Das hier kommt jetzt auch in einen Deal rein. Der kommt aber für euch schon gestern. Kam der gestern schon zum Beispiel mit einem Pathfinder. Ja. Ist das cool? Ich hoffe, euch stehen die Autos da nicht im Hintergrund. Ich bin im Augenblick in Mülheim-Kärlich bei Koblenz. Ja, Elchmaster. Noch ein Elchmaster. White Horses von Detlef Ritter. Der arbeitet ja, praktisch für Meißner Porzellan. Ist Tier. Maler, Künstler und hat dieses Messer designt. Wahnsinn. Wer ist das? Ach, das Auto erkenne ich doch schon. Das ist der Jeep vom Harry. Schön, schön deutschen, altdeutschen Schäferhund hat der. Dio. Dio. Magnussen, a division of SAK, Swedish Army Knives. Mahoney. Mikey, was los, alter Mann? Schon wieder heim? Schon wieder? Keine Lust mehr. Was haben wir denn da? Haben wir nochmal Ed Mahoney? Um ehrlich zu sein, ich habe lauter Ed Mahoneys. Was ist? Was ist? Hast du gedacht, hier gibt es jetzt was zu essen? Moment, guck. Zeig euch mal was. Da, der meint tatsächlich, es gibt jetzt was zu essen. Mikey, glaubst du, es gibt was zu essen? Ja, ne? Alter Mann. Ja. Ja. So, zurück zum Messerglück. Was haben wir denn da? Ed Mahoney. Mal aufpassen mit diesen Laschen hier und den Druckknöpfen, dass ihr da nicht dann so nah dran vorbeifahrt mit der Klinge. Sonst geht die Schlaufe kaputt. Kaputt. Ist das schön? Nicht so schön sind die lauten Autos.
Also ich finde das richtig schön. Oh, hat dran genommen durch das Bremische Testinstitut, Premium Testinstitut, um es mal genauer zu sagen. Ja. Das ist übrigens Dreck und kein Rost. Ja? Erinnert mich an mein altes Fahrtenmesser. Ist das schön? Schon so einiges erlebt bei mir. Wie alle Messer, was bei mir erleben. Ja. Noch ein LG, ein LG Master. Kleines Budget. Wonderful, wonderful, Mosaikpins. Das ist auch von Detlef Ritter. Mike, Messer sind nicht zum Essen da. Guck mal hier. Aber ich hab Hunger, Alter. Ja. Dürfte so eins meiner ältesten Ed Mahonys sein. Hat noch einen schönen alten Backen. So. Natürlich auch. Ja, so. Auf die Seite packen. Jack, oder? Zu denen muss man erstmal kommen. So, das war mal so kleine Ed Mahoney Knife Show. Unbeabsichtigt irgendwie komme ich schon mal von Steinchen auf Stöckchen oder andersrum. Die Kulis, die sind cool, oder? Link packe ich in die Beschreibung. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Und wie immer gilt, tschüss, Matjut, schwenkt den Hut, tschüss, ab und schwenkt die Kapp. Ciao.